Bei deinen Runden wäre ich im Normalfall eingeschlafen, doch ich war zu abgelenkt von deiner krassen Zeichensprache. Nie im Ernst, was soll dein Gezappel denn bringen? Sieht für mich danach aus, als ob du an der Maske erstickst. Du bist zwar hässlich, doch ist trotzdem sad, dass du eine Maske trägst, denn zu der Performance würde ich gerne die Massen sehen. Doch ein Fakt an der Performance ist halt wirklich echt geil. Obwohl du Maske trägst, sieht man, dass du nicht den Text weißt. Solle deine Videos waren halt schon immer Schrott. Kann es sein, dass eigentlich dein Taktgefühl für dich performt? Ich finde deine Performance ja so übertrieben heftig, mich schwach, doch mit den Gefuchtel wärst du safe gut als Reaction-Speaker. Du bist ein Standard-Rapper und kannst dich halt nur abheben, wenn du beim Performen wieder mit den Händen zu krass wedelst. Nee, jetzt mal im Ernst, alle deine Lines sind ziemlich wack, denn ich für kleine Schwester ist für dich immer noch der Peak of Rap. Ey, ich glaub, Solid hat noch nie eine gute Line gekickt, wenn von den Punches keiner trifft und jeder Reim nur scheiße ist. Guck, wie ich dich jetzt zerfetz, denn persönlich auf fröhlich ist für dich immer noch der Peak of Rap. Und deine Videos sind alles am Scheiße, wenn du aufhörst zu performen, kannst du vielleicht was reißen. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, du machst munter weiter, obwohl dich niemand feiert, Bitch. Und du Cack denkst, du machst mit deiner Qualifikation auf Musikalität, nennt sich dann noch Reißtee, doch ich werde dir zeigen, wie das geht. Motherfucker, Alter, was ist mit dir falscher, bitte endlich auf, du Bastard. Oder triff mal den Takt, laber keine Scheiße, von wegen du könntest andere besiegen. In jedem gewonnenen Battle sind deine Gegner ausgestiegen.